Partystimmung in Jamaika. Der kleine Inselstaat aus der Karibik hat sich erstmals für die Frauenfußball-WM qualifiziert und startet am Sonntag gegen Brasilien. Als Nummer 53 der aktuellen Weltrangliste sind die Reggae Girls der größte Underdog des Turniers. Doch die Motivation ist dafür umso größer. Der Fußball in Jamaika wächst und dass wir uns für die WM qualifiziert haben, zeigt, dass wir genauso gut sein können wie jedes andere Land der Welt. Wir sind zwar klein, aber wenn wir auf dem Fußballplatz stehen, merkt das niemand. Dass sich Jamaikas Frauenteam in Frankreich überhaupt mit den Besten der Welt messen darf, wurde erst durch die Hilfe der Familie des Volkshelden Bob Marley möglich. Nachdem der Fußballverband die finanzielle Unterstützung für die Reggae Girls kürzte, half Bob Marleys Tochter Sidella mit ihren Brüdern dem Team und sammelte Geld für Sportanlagen und Trainer. Diesen Frauen wurde gesagt, dass sie den Sport, den sie lieben, nicht spielen können. Das war nicht cool. Deswegen haben wir uns für sie engagiert und jetzt sind wir hier. Wir spielen Fußball, das ist sicher. We're playing football, that's for sure. Zu Lebzeiten war Bob Marley großer Fußballfan. Nun profitieren die Frauen in seinem Heimatland, dass der legendäre Sänger seine Fußballleidenschaft an seine Familie weitergegeben hat.